Willkommen im fünften Teil der Reihe EKG-Befunden leicht gemacht. Heute geht es um die wichtige Thematik des Herzinfarkts. Um einen Herzinfarkt besser verstehen zu können, müssen wir uns einmal die anatomische Konstruktion des Herzens anschauen. Aus der Aorta gehen typischerweise eine rechte und eine linke Koronararterie ab. Die rechte Koronararterie geht irgendwann in den Ramus interventricularis posterior über. Die linke Koronararterie hat noch einen Hauptstamm, der sich dann in den Ramus circumflexus und in den Ramus interventricularis anterior aufteilt. Wenn nun eine Verengung in einem dieser Gefäße vorliegt, so können die Betroffenen eine Angina pectoris verspüren. Das heißt, die Betroffenen haben typischerweise thorakales Engegefühl oder auch Schmerzen, die dann sich in den linken Arm projizieren. Wenn das Gefäß oder auch mehrere Gefäße plötzlich stenosieren, so kann das nachfolgende Gebiet des Herzens nicht mehr adäquat versorgt werden mit Blut und stirbt dann letztlich ab. Wenn wir aber ein solches Ereignis im akuten Stadium diagnostizieren, können wir das Myokard retten. Dafür müssen wir wissen, wie ein Herzinfarkt überhaupt im EKG aussieht. Man unterscheidet zwei grobe Typen. Einmal den ST-Streckenhebungsinfarkt, also den STEMI, und den Nicht-ST-Streckenhebungsinfarkt. Der STEMI, also die Anhebung der ST-Strecke, ist eventuell noch vor dem positiven Troponintest nachweisbar und erlaubt uns einen schnellen Eingriff. Damit wir eine signifikante ST-Hebung haben, müssen wir einige Kriterien erfüllen. Das heißt, die ST-Hebung muss mehr als 0,1 mV in den Extremitätenableitungen, beziehungsweise genau 0,1 mV, und oder mehr als 0,2 mV in den Brustwandableitungen aufweisen. Oder genau 0,2 mV. Wir hatten im letzten Video bereits besprochen, wie wir dies quantifizieren können. Wenn wir nun einen ST-Streckenhebungsinfarkt sehen, in den typischen Ableitungen für ein Gebiet, so sehen wir in den Reziproken, also in den spiegelbildlichen Ableitungen, eine ST-Senkung. Warum das so wichtig ist, dazu kommen wir erst später. Wenn der Infarkt im akuten Stadium nicht beseitigt werden kann, so geht er in ein Zwischenstadium bzw. in ein Endstadium über. Diese Stadien sind auch mit verschiedenen EKG-Befunden charakterisiert. Das Wichtige an dieser Folie ist allerdings auch, dass nicht jeder Infarkt im EKG sichtbar ist. Dennoch darf man sich nicht darauf verlassen und einen Infarkt ausschließen. Ein EKG kann also einen Infarkt beweisen, aber nicht ausschließen. Im ganz akuten Stadium würde man, wenn man denn hier ein EKG ableiten würde, ein sogenanntes Erstickungs-T sehen. Das heißt, die T-Welle ist schmal und sehr hoch. Ohne dass hier irgendwelche anderen Veränderungen vorliegen. Dieses Stadium wird meist verpasst. Auch der Notarzt ist meist so spät dran, dass er dieses Stadium nicht mehr sieht. Die darauffolgende Veränderung EKG ist hingegen deutlich häufiger zu sehen. Hier kommt es aus dem absteigenden R-Schenkel zu einer konvexen ST-Hebung. Wir können hier die T-Welle überhaupt nicht mehr richtig abgrenzen. Sofern wir in diesem Stadium nicht eingreifen und das Myokard retten, würde der Herzinfarkt in ein Zwischenstadium geraten. Dieser tritt typischerweise nach einigen Tagen ein. Wir sehen, dass die ST-Strecke langsam wieder sinkt und sich langsam nun eine negative T-Welle ausbildet. Auch diese ST-Hebung hier wird irgendwann normal und verläuft wieder auf der isoelektrischen Linie.
Die negative T-Welle bleibt aber und ist Hinweis auf einen abgelaufenen Herzinfarkt. Diese T-Welle muss aber nicht terminal negativ sein, wie sie hier dargestellt ist. Sie kann auch präterminal sein oder auch völlig anders konstruiert sein. Dies ist aber typisch für einen abgelaufenen Herzinfarkt. Im Endstadium ist die T-Welle wieder positiv. Auch die ST-Strecke verläuft wieder isoelektrisch. Doch wir sehen in den betroffenen Ableitungen, das heißt in den Ableitungen, die von dem Infarkt betroffen waren, ein breites und ein tiefes Q. Dies ist sehr wegführend oder wegweisend für einen abgelaufenen Herzinfarkt. Allerdings sollte man dazu erwähnen, dass in einem solchen Stadium eine Revaskularisierung nicht mehr unbedingt zum Erfolg führt, da das Myokard bereits abgestorben ist. Um das Ganze ein bisschen organischer zu machen, haben wir hier ein Fallbeispiel, ein fiktives Fallbeispiel, das aber auch so oftmals in der Realität vorkommt. Ein 62-jähriger, etwas beleibter Patient mit einer vorbekannten peripheren arteriellen Verschlusskrankheit hat seit ganz kurzer Zeit intensive thorakale Schmerzen. Hier ergibt sich der Verdacht auf einen akuten Myokardinfarkt. Auch die Schmerzausstrahlung in den linken Arm ist sehr typisch. Das enge Gefühl in der Brust hatten wir bereits besprochen. Wenn wir aber nun sein EKG ansehen, so fällt uns eigentlich nichts Krankhaftes oder Pathologisches auf. Wir sehen, dass die P-Welle relativ normal ist, dass der QRS-Komplex relativ schmal ist. Wir sehen hier eine S-Sacke und dass die ST-Strecke unverändert und die T-Welle völlig normal verläuft. Wir dürfen aber hier nicht schließen, dass dieser Mensch durch sein unauffälliges EKG keinen Herzinfarkt hat. Denn schließlich gibt es, wie bereits erwähnt, den N-STEMI. Das ist so wichtig, dass wir es hier also noch einmal wiederholen. Ebenfalls ist es wichtig zu wissen, wo dieser Infarkt gerade sich im Herzen abspielt. Denn so weiß auch der Kardiologe, in welchem Gefäß er eine Veränderung suchen muss und eventuell zum Beispiel einen Stent einsetzen muss. Die ST-Strecken, Hebungen oder beziehungsweise die pathologischen Q-Zacken sind immer in den Ableitungen, die von dem Infarkt betroffen sind. Eine ST-Senkung hingegen ist in den spiegelbildlichen Ableitungen. Wie bereits im ersten Video erwähnt, kann man die verschiedenen Ableitungen zu den verschiedenen Orten des Herzens zuordnen. Wir sprechen von einem anteroseptalen Infarkt, wenn wir eine solche Hebung in V1 bis V4 erkennen, also auf der Vorderwand. Wenn die hohe Seitenwand betroffen ist, dann sehen wir Veränderungen in den Ableitungen 1 und AVL. Wenn es die tiefe Seitenwand betrifft, dann auch in Ableitungen V5 und V6. Die Hinterwand, beziehungsweise in der Klinik als Hinterwand bezeichnet, also die inferioren Ableitungen, sind die Ableitung 2-3 AVF. Dies ist der typische Hinterwandinfarkt. Wenn wir aber einen echten Hinterwandinfarkt haben, also nicht die Unterseite betroffen ist, sondern die Hinterseite des Herzens, dann würden wir ST-Hebungen in V7, V8 und V9 sehen. Da wir aber diese in Deutschland zumindest typischerweise nicht ableiten, bleibt ein solcher Infarkt bis auf ein kleines Detail verschollen oder unentdeckt. Nämlich in den reziproken Ableitungen, das heißt in V1 und V2, würden wir eine ST-Senkung sehen. Anschließend können wir dann natürlich auch diese Ableitungen würden wir diese Ableitungen durchführen.
Ein anterolateraler Infarkt, das heißt ein Infarkt, der sich auf der Vorderseite oder Vorderwand und auf der Seitenwand abspielt, betrifft dann gemäß unserer Definition die Ableitung 1, AVL, V1 und bis V6. Man spricht auch von einem großen Vorderwandinfarkt. Zum Schluss gibt es noch einen kleinen Hinweis, der zwar relativ wichtig ist, aber dennoch nicht so bekannt ist, nämlich die Hauptstammstenose. Wir hatten bereits erwähnt, dass die linke Koronararterie erst in einen Hauptstamm übergeht und sich danach teilt. Wenn wir einen Patienten in seinem Beschwerdeintervall erwischen und ein EKG ableiten und dieser ST-Hebung in AVR und V1 hat und nur in diesen und sonst nur ST-Senkungen hat, zum Beispiel von V1 bis V4, so können wir uns fast sicher sein, dass dieser Patient eine Hauptstammstenose hat. Wenn wir nichts unternehmen, besteht eine große Wahrscheinlichkeit, dass dieser Patient verstirbt. Deshalb können wir schon im Voraus, wenn wir dann Ärzte sind oder auch als anderweitiges Personal, wie auch immer, schon den Chirurgen kontaktieren, weil dieser Patient braucht eventuell einen Bypass und kann nicht mehr mit einem Stent versorgt werden. Dies aber nur am Rande. Das war es auch schon zu der Thematik des Herzinfarktes. Wenn jemand mehr über ST-Hebungen bzw. über die verschiedenen Formen der ST-Hebung etwas erfahren will, der kann unsere vorherigen Videos anschauen. Da hatten wir dies auch besprochen, wenn auch nicht in dem Ausmaß hinsichtlich des Herzinfarkts.